2. Russisch-amerikanische Freundschaft. Hier beim Aero-Gelnhausen 2017. Ja, zur Landung die Antonov A1-2. Der große, große Koffer. 5,5 Tonnen Abfluggewicht. 1000 PS, 3 Liter Hubraum. Die Kraft braucht man auch, um so ein großes Flugzeug zu bewegen. Hier nehmen wir 12 Leute rein. Wir können also sagen, hey, wir machen mal einen großen Familienausflug alle hinten rein, wir nehmen auch Gepäck und Zelte mit und ab geht's. Ist mit so einem Flugzeug möglich. Ja, Georg Lab im Süden des Platzes, wenn Sie ein bisschen Richtung der heilere Berg schauen, Heiler und Meerholz, da steigt man gerade nach oben. Und Georg Lab ist ein bisschen etwas höher. Ja, ich glaube, wenn das gerade hier noch ein Flugzeug ist, dann ist es auch nicht so. Ja, die Boeing Stearman ist besonders für ihre gutmütigen Flugeigenschaften bekannt. Sie wurde zur Anfängerschulung und zur Militärpilotenschulung in den 30er und 40er Jahren genutzt. Eigentlich alle Militärpiloten der US-Streitkräfte sind auf so einem Flugzeug ausgebildet worden. Sogar der ehemalige Präsident George W. Bush. Er soll sogar mal später gesagt haben, er wurde gefragt, ja, welches Flugzeug war denn auf seiner Amtszeit das, was ihm am meisten Spaß gemacht hat. Und er hat gesagt, you can't forget any jet. Die gelbe Lackierung dieser Flugzeuge war nicht zufällig gewählt. Man hat sie nämlich Yellow Peril genannt, was ungefähr so viel wie gelbe Gefahr heißt. War eben eher nur, naja, ich sage mal, ironisch gemeint, wenn die Ausbildungspiloten, wenn die am Boden kommen, haben manchmal nicht alles gesehen, die waren plötzlich überfordert, so ein Flugzeug zu beherrschen. Hat man hier einfach Geld angeweiht, damit man sie besser sehen kann. Heute hat es halt einen netten Anschein. Sieht einfach noch schön aus, die Lackierung. Ich denke, jetzt macht in dem Sinne auch Spaß, indem man ein offenes Cockpit hat. Und in diesem offenen Cockpit hat man wirklich die Möglichkeit, Fliegen zu erleben und zu spüren, was mit einer geschlossenen Haube nicht möglich ist. Und wenn Sie sich jetzt einen schönen Frühlingstag vorstellen, wenn der Raps blüht, den können Sie je nach Flughöhe sogar in dem offenen Cockpit riechen. Und da schließt sich der Kontrast wieder gelb und gelb. Gelbes Diamant, gelber Raps. Ja, viele Piloten, die dieses Flugzeug geflogen haben, haben die Liebe heute noch zu dem Flugzeug. Und oft wird über dieses Flugzeug gesagt, gebaut wie ein Truck, fliegt wie ein Engel. Truck deshalb, weil dieses Flugzeug sehr, sehr stabil ist. Man spricht hier von einer Lastwiegfahrt von plus minus 5. Ich habe aus Paderborn eine P3, Pilatus P3. James Bond Heli. James Bond Heli. Ja, diese plus minus 12G wird Georg jetzt nicht im Kunstflug ziehen. Denn das wird er wahrscheinlich ohne Tuckanzug so nicht aushalten. Der Flieger wird es aushalten, aber er selbst macht es schön langsam. Thank you.
Aufgaben für Georg Raab in der Kunstflugbox. Wenn er zu alt wird, dann ist der vorläufige Slot für die Anflüge frei. Sind Sie also frei für Georg, gesperrt für die Anflüge immer schon. Von der Boeing Stearman wird auf PT-17 Primary Trainer, also für Grundschulung eingesetzt, für erste Flugerfahrung, wurden ungefähr von diesem Flugzeug über 8000 befehlte Maschinen gebaut. Und jetzt geht's los, Georg Raab im Aufschwung. Ja, man hört hier deutlich, wie der Motor arbeitet und powert. Diese Power ist notwendig für so einen Kunstflug. Das Flugzeug ist Baujahr 1942 und ist noch genauso fit, wie es auch hier aussieht. Es wird gehegt und gepflegt. Es ist ein wirkliches Schätzchen. Und man sieht ihn bis weiter an. Aber unten drunter, unter diesem Flugzeug, ist alles im perfekten Zustand. Darauf wird einfach geachtet. Angetrieben wird das Flugzeug von einem Continental-Sternmotor. Dieser umfasst 7 Zylinder, leistet 220 PS und besitzt 11 Liter Hubraum. Ja, sie hat behauptet, dass die Boeing Stearman bisher noch nie in der Luft zerlegt wurde.
Thank you.
Darf man mal ein paar Personen durchrufen? Einmal die Frau, den Herrn Schmidt-Martin mit Rundflug der DO27, bitte vorne treffen an der Rundflugkasse. Genauso wie den Schildke Harald, sowie den Rauch Jürgen und den Wolzig und die Wolzig Bärbel. Bitte ihr alle treffen vorne an der Rundflugkasse für den Rundflug mit der DO27. Ja, ansonsten haben wir die P51 Busgang jetzt gerade am Start und neben mir steht unser Vorstand Benni. Benni, wie läuft's? Was sagt die Flugplatzgärte? Ja, vielen Dank für die kurze Rückfrage. Also, ich glaube, besseres Wetter können wir uns nicht wünschen. Bessere Gäste auch nicht. Das läuft, ja, so wie erwartet natürlich mit euch. Vielen Dank. Jetzt hören wir mal ganz kurz diesen Sound an. Hochziehen, so wie sie das haben möchte, denn sonst müsste sie mit reduzierter Leistung lieber, wenn wir uns an den Luftraum halten müssen. Es kann also sein, dass der Wilhelm jetzt gleich eine Freigabe kriegt auf bis zu 6000 Fuß, dann kann er alles rauslassen, was in dem Ding drin ist, und ich glaube, das wäre mal ganz kräftig gewesen. Ich gebe wieder zurück an meine Kollegen, vielen Dank. Ja, so ist das natürlich, Benni, danke für deine Worte. Danke, dass du da bist, hier unser Vorstand Benjamin Schaum, der Mann für alle Fälle, so ist es. Ja gut, der Wilhelm Heinz, wie gesagt, jetzt erstmal gestartet. Wunderschöner Sound, den wir gerade mit der Louisiana Kid, mit der unsere Mustang EP in 51 eben schon mal gehört haben. Ja, Elias, willst du ein paar Worte zum Flieger erzählen? Ja, gerne. Aber zuerst ist dir was aufgefallen am Start. Das war so ein geiler Klang einfach. Absolut, oder? Alles meine zu Damen und Herren, das war wirklich genial. V12-Motor, einfach der Wahnsinn. Man hat aber auch gehört, hat erst langsames Gas nachgeschoben. Das hat er extra gemacht, um den Motor ein bisschen zu schonen. Denn diese alten Triebwerke muss man nicht nutzlos hier einfach verheizen, denn das Material will geschont werden. Materialschonung aus dem Jahr 1942, deshalb ist es so wertvoll, da muss man wirklich darum kümmern, dass das einigermaßen gut alles überlebt. Die Maschine wird angetrieben von einem Pratt & Whitney Motor, von einem Rolls-Royce Packard Merlin Motor, mit einem aufgeladenen Motor, muss man sagen, V12, also 12 Zylinder hat dieses Teil, leistet ungefähr 1600 PS, hat 27 Liter Hubraum. Das ist doch mal eine Ansage. Ja, Wahnsinn. Ja, ich habe mir gerade mal die Geschichte auch angeschaut bezüglich des Fliegers. Die Mustang, die wir jetzt heute hier sehen, die ist Baujahr 1944, also wirklich genau in der Zeit hier vom Zweiten Weltkrieg natürlich nochmal gebaut worden. Kam dann 44, 45, kurz nach dem Bau, direkt nach England, hat aber dort keinen Kriegseinsatz mehr geflogen, ja, muss man sagen. Danach ging es zur kanadischen Luftwaffe in den 50er Jahren. Da hat sie wirklich auch Einsätze gehabt. Ja, und jetzt unser Wilhelm Heinz. Er hat sie geholt aus Baton Rouge in Louisiana 2012. Ja, das maximale Abfluggewicht dieses Flugzeugs beträgt über 5 Tonnen. Aber das ist die Kriegsversion. Die wir jetzt hier sehen, ist 1200 Kilogramm leichter. Denn man braucht keine Bewaffnung, keine Panzerung, keine Sauerstoffanlage und etc. Aggregate, die sonst verwendet werden. Also über eine Tonne ist dieses Teil jetzt leichter, als sie früher im Kriegseinsatz geflogen werden. Bei Gewichtangaben ist es bei Flugzeugen sehr wichtig. Es ist anders als im Auto. Man muss hier auf den Schwerpunkt achten. Und da sind 200 Kilo schon viel, aber über eine Tonne, das ist eine Hausnummer. Auf der anderen Seite gibt das dem Wilhelm natürlich die Möglichkeit, heute nochmal gerade diese Leistungsreserve natürlich, viel mehr Power mit weniger Gewicht, ganz klar, nochmal ganz andere Steigflüge hier vorzuführen. Ich habe ihn auch gefragt, wie denn sein Programm natürlich heute aussehen wird. Wird auch in die Militärschiene gehen, hat er mir erzählt. Militärische Manöver wird hier hervorfliegen. Wirklich ausgedehnt der Kunstflug. Deswegen auch diese Höhenfreigabe, die wir unbedingt deshalb brauchen, genau. Wie der Benni gerade eben schon angesprochen hat. Ja, freuen wir uns drauf. Und im Dive schafft die Maschine, also im Sturz, über 800 km/h. Das ist eine Hausnummer. Also heute im Sturzflug runtergedrückt die Maschine über 800 km/h. Achten Sie mal drauf, der Sound scheint dann hinter der Maschine zu sein, wenn richtige Geschwindigkeiten kommen.
Motor Rolls-Royce Merlin ist ein britischer Motor, wurde in Wien gebaut und für den Spitfire und anderen Flugzeugen verwendet worden. Dann wurde die Lizenz nach Amerika an Packard verkauft, so heißt die Firma. Die haben dann den Motor mit noch besseren Materialien zu noch höheren Lebenszeiten gebracht. Teilweise wurden die Maschinen im Krieg mit nur 200 Stunden geflogen, dann musste direkt der Motor ersetzt werden, weil der Motor einfach ausgelaugt und kaputt war und keine Kompression mehr hatte. Heute mit geschontem Material, also das haben wir ja beim Start gemerkt, wurde weniger Gas reingeschoben, schaffen die Motoren einen Lebensdauer von über 15 Stunden, was auch besonders gut ist. So, jetzt tief und schnell, jetzt schauen wir mal, ob der Sound wirklich gut rüberkommt, aber da bin ich mir ganz sicher. Ja, achten Sie mal auf so ein Pfeifen. Das Pfeifen hat man jetzt nicht gehört, ist die Mustang eigentlich bekannt dafür. Vielleicht gleich bei einem weiteren Überflug nochmal. An der Fuß ein bisschen Holz legen, weißt du, dass er nicht untersenkt absenkt. Ja, da hat er einen Ausleger dran, da kann er nicht einsenken. Ja? Da ja, gleich ein Stückchen. Thank you.
Damen und Herren, mit Blick auf die Uhr, es ist Zeit zum Kuchenessen, wenn Sie möchten, in der HD Gehringhalle. Es ist die Halle am Tower dran, sozusagen links neben der grünen Halle am Tower. Da gibt es preiswerte und sehr, sehr leckere Kuchen, die hier ehrenamtlich gebacken wurden. Schauen Sie einfach mal vorbei, gönnen Sie sich einen Kuchen. Das ist genau jetzt die richtige Zeit dafür. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Wir schauen mal, ob wir gleich ein Interview mit dem Wilhelm entsprechend hinbekommen. Ich sehe jetzt aus mit Luciana Kitt, das erste Mal genau.
Motor, PS-Stark und Sternmotor. Wunderbarer Sound.
Schmitz. Schon.
geht's dann gleich los mit dem Segel-Kurzflug-Display von Alexander Schaum, Flieger hier vom Aeroclub Gelnhausen. Er selbst hat auch hier im Aeroclub Gelnhausen fliegen gelernt, genau auf diesem Muster. First Class. First Class sind sie nicht drin. Oh, yeah. So schön, ja.